Ja, moin. Wer hätte gedacht, dass ich in einer relativ regelmäßigen Zeit ein neues Video hochlade? Okay, es ist ein Monat. Aber traurigerweise gilt es in meinem Fall als regelmäßig. Weil, wie man vielleicht davor aufgefallen ist, wenn ich gut bin, mache ich einmal im Monat ein Video. Eine Zeit lang habe ich versucht, alle 2 Wochen. Ist dasselbe Ergebnis? Mal kommt was nicht. Aber vermutlich für euch strange Ansicht seht, das ist mein wunderschönes creepy Layout. Super simpel gemacht, kein krasser Abfuck, aber irgendwann dachte ich mir, okay, du versuchst mal ein bisschen mehr rauszuholen als nur die Kamerasicht von dem Schreibtisch, aber ich würde trotzdem mein Layout haben, dass man so viel wie möglich noch vom Schreibtisch sieht, weil ich das unglaublich angenehm finde, wirklich zu sehen, wie jemand arbeitet, ganz stumpf gesagt, dass du es nicht super professionell hast, vielleicht meinetwegen auch ein bisschen dreckig ist. Aber es wirkt für mich einfach atmosphärischer, als dass alles ganz genau abgekartet ist, dass du gerade so das Blatt siehst, aber auf keinen Fall einen Millimeter Dreck oder so. Ich weiß nicht, wie es zu euch geht, aber ja, ich bin sehr glücklich, wenn ich dann wirklich einen Tradi-Streamer sehe, den Schreibtisch ist so unordentlich. Wie gesagt, ich sehe da keine persönliche Schirmschwelle, aber mein Schirmgefühl ist auch unter Erdkern. Aber ja, eigentlich war es die ganze Zeit so, dass immer wenn ich frei hatte, habe ich gefühlt. Ich habe es grundsätzlich geliebt, weil ich habe wirklich Leute gefunden, okay, die Olle gebe ich mir. Freiwillig. Und ich habe auch immer noch meine Handvoll Leute, die eigentlich immer reingucken, je nachdem, wie viel Zeit sie halt haben. Aber das Problem, wenn das jetzt mal so sagen kann, ich habe nach 10 Monaten aktiv auf Twitch sein, aktiv auf Twitch sein, reden muss gelernt sein, kann ich immer noch nicht, traurige Welt, habe ich mir inzwischen eigentlich einen zweistelligen Bereich von Leuten erarbeitet, die im Durchschnitt reingucken, stellen Top-Stunden 20er Bereich, wo ich mich auch unglaublich gefreut habe, dass ich wirklich merke, okay, ich erreiche Leute, die gammeln jetzt blöd gesagt einfach gern bei mir rum, man unterhält sich nebenbei oder man guckt einfach nur zu, macht man macht nebenbei Haushalt, whatever. Aber dass man halt so, soweit das halt geht, über Internetwege. Hat das halt echt mental einen unglaublichen Push gegeben, aber irgendwie von einem Moment zum anderen bestimmten Stream, den ich auch nicht mehr so schnell wieder vergessen werde, weil ich da extrem mit mir zu kämpfen hatte, ist es gefühlt wieder bei Null. Ich muss wieder wirklich gefühlt für 3 fucking Watcher andere, die schon nicht mal einen Monat dabei sind, das haben, was wo ich mir mittlerweile echt verarscht vorkomme. Ich meine, sie können nichts dafür. Glückwunsch allesamt. Ich hoffe für euch, dass es so weitergeht, weil, wie gesagt, merkt, das ist echt extrem mental ein, wenn ich das klingt. Aber ja, ich habe von diesem besagten Stream, wo der Großteil jetzt halt in dem Layout ist, das Bild fertig machen. Bei mir ist persönlich so, wenn ich einen Stream anfange, ich will das Bild beenden, komme was wolle. Ich will das Video haben. Ja. Punkt ist, ich kam wieder an den Punkt an, wo ich sagen musste, okay, ich muss jetzt aufgehen, weil ansonsten, wenn ich auch noch versuche zu reden, ich habe es versucht, ich kann nicht mehr. Ich bin mental abgefuckt des Todes, weil alles hochkommt. Wenn man von seiner wunderschönen Patchwork-Familie, dass du arbeiten gehen darfst und lauter noch anderen schönen Scheiß und du dich einzuhalten, dass du dich wohlfühlst, weghackt. Man wieder nur die 5 Minuten Aufmerksamkeit bekommt, wenn man rumheult, obwohl man eigentlich das verhindern will. Es hat mich des Todes abgefuckt. Eine Woche lang nicht offline und nicht online und das war für mich weder noch. Also, auf der einen Seite, ich bin mit Absicht von Twitch weggegangen. Ich habe auch bei niemandem gelöscht. Nur, aber der schreibt nichts.
Einfach, weil ich ganz genau wusste, wenn ich wieder die Zahlen sehe, werde ich abgefuckt. Auf der anderen Seite wiederum habe ich es aber vermisst, weil ich es halt auch genieße, mal ab und zu mein Watcher zu sein, wenn es zugegeben ist, weil ich es halt mehr genieße, selber zu streamen. Aufmerksamkeitsgehalt, seien wir ehrlich. Wird uns so oder so antreten. Machen, kriegen wir Aufmerksamkeit. Und ich habe es vermisst. Aber es war halt gleichzeitig dieses, du weißt, wenn du raufgehst, du triggerst dich damit selber. Aber wiederum, halt auch ohne, war mir auch so extrem schnell langweilig. Ich meine, klar, ich hätte auch weiter zeichnen können. Ich habe 3 Illus vorgezeichnet. Also 3 Sketches gemacht, die halt noch geleint und gecolored werden müssen. Aber grundsätzlich habe ich ja auch gezeichnet. Ich bin ja mein Hobby weiter nachgegangen. Ich habe auch gezockt. Ich habe auch Haushalt gemacht. Aber mir hat es einfach doch gefehlt. Und falls du auch ein Twitch-Artist bist, also jetzt Betonung liegt auf Art, also kunsthaft. Also jetzt, ich will damit jetzt nicht Musiker diskriminieren, aber ich meine jetzt wirklich die Leute, die selber da zeichnen. Hattest du selber auch schon mal diese Krise? Ich hasse es. Ich würde es gern wegblenden, aber das ist halt wirklich einfach von heute auf morgen alles weg war. Hat einfach so hardcore wieder Erinnerungen hochgetriggert, das war das Todes ekelhaft. Ich hasse mich selber dafür. Weil das Problem ist, dann beginnt der Kreislauf, dass ich halt leider Gottes lerne. Ich bekomme erst in dem Moment wieder Aufmerksamkeit, wo ich rumheul. Aber genau das will ich ja verhindern. Dabei war Twitch zuerst mein Himmel. Ich habe auf einmal Aufmerksamkeit bekommen. Man hat sich wirklich mit mir abgegeben und gesagt, boah, die ist zwar ein bisschen merkwürdig, aber irgendwie ist ganz dufte hier. Und dann halt einfach so weg. Ich habe den Leuten immer dieselben Tipps gegeben, von wegen, was einfach so die Basics sind. Und auf einmal waren aber alle da drüben. Und gut. Egal. Ich habe schon so... Tut mir leid, aber... Psyche ist ein fucking Asshole. Ich meine, letztes Mal war ja schon schwierig genug für uns alle. Und ganz ehrlich, ich bin eine... Ich verkrümme mich immer zu Hause, so oft und so lange es geht. Aber mittlerweile komme ich selber auch an den Punkt, wo ich sage, ich will wieder raus. Ich will wieder atmen können, weil auch einfach nur, man ist halt einfach so viel zu Hause, man hat gefühlt gar keine Ablenkung durch wenig Arbeit oder im schlimmsten Fall gar keine Arbeit. Und dadurch kommen halt wirklich alle psychischen Trigger-Dinger wieder zurück. Die Ängste, die Sorgen, die Erinnerungen multiplizieren sich gefühlt, bumsen, bumsen da um die Ecke und bringen neue Ideen auf den Markt, die... Seien wir unvorteilhaft für die Gedankenwelt sind. Und dann haben wir wiederum die andere Partei, die sich da zu Tode arbeitet und denkt, Leute, seid doch einfach froh, dass ihr eure Ruhe habt. Aber das Problem ist immer noch, man braucht einen ausgeglichenen Haushalt zwischen Arbeit. Du brauchst die Zeit, um dich von Arbeit zu wiederholen. Und wiederum, finde ich, zum Teil braucht man auch Arbeit, um sich einfach zu kriegen, um einfach über gewisse Sachen wegzugucken, dass man sich nicht zu sehr hineinsteigert. Und das ist jetzt wiederum der Fall bei mir, dass ich einfach viel zu sehr an bestimmte Dinge denke. Und da wir ja gerade auch so schön die Zeit haben, sind unsere Käufe jeden kleinen Millimeter zu vermäkeln. Und wenn du dann täglich auch an verfickten Muffins, von wegen, der da ist zwar als der andere. Wieso klar, seien wir ehrlich, wenn wir was einkaufen gehen, sobald es um Kohle geht, guckst du. Aber Leute, wir sind keine Maschinen. Also klar, wir versuchen es so identisch wie möglich zu arbeiten, wie es geht, aber die Zutaten, die sind auch nicht immer 100%. Mal hast du mehr, weniger ein, du siehst das schlecht. Das sind einfach nur so Abweichungen, die sich leider Gottes manchmal echt summieren. Es ist... Aber gut, wie ist das denn bei euch, Stefan? Hängt ihr viel zu Hause rum oder... Versucht euch irgendwann das auch rein zu jumpen zum Ablenken, wie ich mit Twitch gemacht habe, was gerade echt eine Hassliebe ist. Ich bin mir gerade echt nicht sicher, wo es ist. Ich bin seit letzte Woche Mittwoch, seit ich Mittwoch den Stream mitten im Bild abgebrochen habe, bin ich derzeit off. Habe ich auch nur in einen einzigen, also in einen einzigen Deutschen von meinen Leuten mal kurz gemeldet, von wegen, yo, ich lebe noch. Weil es ist nicht normal, dass ich ein Bild mittendrin abbreche. Und dass ich allgemein nicht online bin, wenn wir ehrlich sind.
Und da war ich noch bei zwei englischen Leuten, wo ich wusste, da werde ich garantiert von jemandem angeschrieben. Aber es ist. Ich vermisse es. Aber ich habe gleichzeitig auch wirklich Angst, dass wieder der Triggerpegel auf 9000 hochspringt, sobald ich online gehe. Weil das Mysteriöse für mich ist ja jetzt gleichzeitig auch, ich bin gerade mal offline und das gefühlt jeder offline. So, als ob ich das lebende Signal wäre von wegen, yo, Lay ist online, wir können online gehen, anscheinend gibt's gerade Leute. Und dann gehen sie auch on. Und dann denke ich mir so, ist das euer Scheiß ernst? Ich komme jetzt vor. Ich meine, es gibt zwei, drei Leute, die haben ihre festen Zeiten. Oder zumindest schätzen, wenn sie online gehen. Manche haben auch wirklich feste Zeiten. Aber ein Großteil denke ich mir auch gerade so, Bruder, ich bin gerade die ganze Zeit offline. Was ist mit dir? Warum spammst du jetzt auf einmal nicht mehr, aber spammst immer mit mir, wenn ich da bin? Ah! Merkwürdig. Es ist einfach alles merkwürdig. Alles. Zu streamen hört sich so unglaublich dumm an. Einfach wirklich dieser Standardsatz, ich möchte gern die Leute aufheitern. Ich möchte gern Leute glücklich, was man falsch verstehen kann. Ich habe gerade leider noch nicht die Kernstimmung dafür. Okay, noch ein bisschen, wo ich gerade drüber nachdenke. Aber es hört sich wirklich so unsagbar dumm an. Und natürlich, wenn du Geld verdienen kannst, du freust dich. Seien wir ehrlich. Geld ist nur mal 50% des Lebens heutzutage. Versuch mal, eine Wohnung ohne Geld zu behalten. Ja moin. Oder erstmal genug Geld zu verdienen, dir eine Wohnung zu leisten. Fangen wir erstmal mit dem Thema an. Lieber nicht. Und natürlich freust du dich dann, wenn du Geld verdienen kannst. Aber ich habe auch sehr schnell gemerkt, dass einfach nur, wenn du halt wirklich die Aufmerksamkeit bekommst oder so Tages Life-Goal ist, mehr oder minder. Wenn dir wirklich einfach nur jemand schreibt, hey, danke dafür, dass du online bist. Einfach nur, dass wir reden oder einfach nur, dass du online bist. Ich meine, der muss da nicht mal reinschreiben. Aber ja, wenn dann jemand reinschreibt von wegen, hey, danke, du hast mir gerade meine Stimmung gerettet oder hilfst mir gerade runterzukommen oder was auch immer. Es klingt so unsagbar lächerlich, aber es macht halt echt auch gefühlstechnisch einen mehr aus, als man glauben könnte. Das ist halt wirklich so Mini-Feuerwerk, was dann einen hochgeht und einen auch wieder pushen, wo man sich so denkt, geil, ich hab was getan. Und in meinem Fall ist es halt, ich habe einfach mein scheiß Hobby übertragen. Also, ich mache ja nicht mehr irgendwelche krassen Planungen, wo wir gerade bei Planung sind. Wie ich ja schon erwähnt habe, lebte ich auf Twitch. Weswegen es sehr merkwürdig ist, dass ich gerade eine Woche auf bin. Etwas über eine Woche. Ich habe mir schon einen Tag rausgepickt, wo ich eventuell wieder on gehe. Mal sehen, ob es passiert. Ich war halt wirklich jedes Mal online. Wirklich fast den ganzen Tag. Ich habe halt einfach nur mein Zeichnen übertragen oder wenn ich zocken war. Für Backen oder Kochen brauche ich gar nicht erst anfangen, weil meine Küche dafür zu klein ist und ich keinen Bock habe, jedes Mal ins Wohnzimmer umzuräumen. Es ist halt. Das merkt man ja auch gerade. Ich wiederhole mich. Ich laber eigentlich immer dieselben Phrasen. Aber Twitch ist auch irgendwie so eine kleine Therapierunde. Beziehungsweise, ich habe es halt vor allen Dingen bei mir eingebettet. Dass ich mich deswegen auch Professor Dr. Dr. Lay nenne. Die einzig wahre Twitch-geprüfte Therapeutin ihres Vertrauens. Und wenn man dann halt einfach nur über irgendeinen Scheiß schreibt, wenn man sich gemeinsam über was aufregt oder einfach nur normal über irgendwas diskutiert, ich finde das so hardcore entspannt. Das Ding ist, auf der einen Seite, ich würde echt gerne mal wirklich Therapeutin, also Psychotherapeutin, echt gerne mal machen. Aber ich weiß jetzt schon, ich schaffe das mental nicht. Ich meine, wenn ich durch diese kleine Piss-Schiene von Twitch-Down so gefickt werde, wie zum Fick soll ich das bei Leuten dann schaffen, die ernsthafte Probleme haben? Das schaffe ich niemals. Dann bin ich liebend gern nur die Twitch-geprüfte Therapeutin eures Vertrauens und try my best. Aber es ist. Sie haben mir auch schon viel geholfen, indem sie mir einfach nur gezeigt haben, okay, du bist nicht unwichtig, Lay, du bist auch für uns wichtig. Aber es ist halt auch gleichzeitig, wenn du ein gewisses Aufmerksamkeits-P
Pegel gewohnt bist und vor allen Dingen, wenn du das vorher nie so viel hattest, dann wirst du schon danach süchtig. Ich glaube, man kann das so sagen. Och, ich hoffe, dass mir diese Pause jetzt mental vor allen Dingen wirklich gut geholfen hat, weil ich bin mir ehrlich gesagt noch nicht sicher, ich werde es dann sehen. Weil es fuckt mich, wie gesagt, selber auch einfach ab, dass ich dann so krass mit einem Mal down bin. Ich hasse es. Ich will das nicht. Ich will den Leuten Freunde machen. Ich will selber Spaß dabei haben, aber es war mit einem Mal einfach... Ich muss einen Cut machen. Und das war nicht mehr gesund für mich oder für andere. Aber gut, ich würde sagen, ich habe jetzt genug rumgeheult und ich möchte bitte einmal kurz Mikey... Also in der richtigen Streamaufnahme sieht er nicht hyperaktiv aus. Er so gechillt, wiggle wiggle nach links und rechts und alles tut die, aber naja, kraft, weil allein das Stream-Element über 2 Stunden Videomaterial sind. Ja, ich find's gerade lustig, wie hyperaktiv Mikey aussieht im Bild. Es ist so super smooth, wie wenn ich das in 100% mache. Ich würde rauscutten und rauszoomen und dann mal kurz wo das normale Timing habe. Aber ich habe keine Ahnung, wie das geht. Ich habe keine Ahnung von Videobearbeitung. Ich bin ganz ehrlich froh, dass ich schon die minimalsten Effekte mittlerweile verstehe, wie ich etwas raffe und so weiter. Aber das sind halt wirklich so die absoluten Basics, die ich drauf habe. So dieses Reinzoomen oder so... bewegte Textzeile oder so ein Scheiß, dafür bin ich immer noch zu dumm. Das ist traurig. Dabei gibt es echt viele Futures. Auch in meinem Programm, aber immer wenn ich ein Video bearbeite, stirbt mein Laptop. Also, ich darf dann wirklich kein anderes Programm offen haben, weil das sonst viel zu schnell zusammen crashen würde und ich ausrasten würde. Aber einfach mal kurz zu dem Bild, ne? Nachdem ich jetzt so viel rumgeheult habe. Das hier ist das drittletzte Bild meiner Crossover-Fanart-Serie. 2 absoluten Herzensserien. Also einmal Ruby und einmal Yuki Yuna Bayusha de Aru oder in Englisch Yuki Yuna is a Hero, eine Magical Girl-Serie. Und da haben halt zuerst hatten jetzt die Ruby-Charaktere die Yu-Yu-Outfits, also von Magical Girls. Und jetzt ist es halt genau andersrum, dass jetzt die Yu-Yu-Charaktere die Magical Girls, die Ruby-Outfits haben. Gott verdammt. Und ganz ehrlich, das ist ein lebendes, böses Easter Egg. Denn diese Charaktere, die ich sozusagen jetzt ineinander fusioniert habe, Spoiler, sterben beide. Sie sind beides Ideaflex der jeweiligen Serie, um nochmal zu veranschaulichen. So, Zuschauer, jetzt ist Buddha bei die Fische. Ist jetzt nicht mehr mit Happy Sugar Life, was übrigens auch ein richtig guter Anime ist. Ist absoluter What the fuck, aber grundsätzlich auch ein guter Anime. Ihr werdet jetzt gebumst. Auf mentalster Ebene. Pira. Okay, ich versuche ein möglichst schönes Recap für Ruby zu machen. WBY. Ganz stumpf gesagt, hast du Huntresses und Huntsman, also Jägerin und Jäger sozusagen auf Deutsch übersetzt, die Welt von Grimms befreien sollen. Also den Monstern, die Menschheit töten wollen. Und am Anfang ist es halt auch einfach nur Happy Life, also die ein paar Missionen, passiert nie groß was Großartiges. Alles tut die. Die ersten 2 Seasons sind einfach nur da, dass du halt den Showcast und die Welt kennenlernst und dann kommt Staffel 3, die dich fehlt. Staffel 3 und dann passiert so viel. Egal oder die körperliche Welt, weil da halt auch so ein paar Sachen niedergeschnetzelt werden. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, ohne zu spoilern. Das ist einfach der Wahnsinn. Ich für meinen Teil liebe Ruby mehr und mehr seit Season 4. Wiederum bin ich da mehr der Gegenpol des
Hauptfandoms, weil die meisten lieben Staffel 1 bis 3 am meisten. Und Staffel 1 bis 3 ist halt mehr auf Action ausgelegt. Weil habe mich halt so einen unglaublich bunten, visuellen Showcast hast. Du hast wirklich so unglaublich viele Charaktertypen, optisch wie auch charakterlich, als ich das so unglaublich. Ich liebe es. Du hast deine Tomboys, du hast deine süßen Mädels, du hast irgendwas dazwischen. Du hast auch alte andere Oma, die immer noch die Leute verprügeln kann. Es ist, ja. Die Memes sind geil. Es gibt aber auch einen gefährlichen Shipping-Fandom, wovon ich dir raten würde, mehr so Umkreise zu ziehen, weil manche Bilder machen mir Angst. Und es sieht halt am Anfang sehr basic aus, aber die Story, die es jetzt nach und nach mehr enthüllt, ist halt, ich finde sie echt geil. Auch wenn es ein, zwei Plotholes gibt, namens Magic. Es ist absolut normal, dass wenn man schnell rennt, Blütenrosen rausscheißt, irgendwelche Metallelemente durch die Gegend klatschen kann oder sonstiges der Art. YOLO. Gut. Der Punkt mit Magic ist merkwürdig bei Ruby. Aber man kann nicht alles haben. Aber ganz ehrlich, Yang Shaolong, das Y der Gruppe, ist für mich auch ein mentales Vorbild, weil ich sie charakterlich wie körperlich unglaublich strong finde und das bei ihr wirklich hardcore anfeiere. Also, I try my best. Aber ansonsten Nora noch Queen of the Castle. Bei ihr liebe ich es einfach, dass sie immer so unglaublich positiv ist, wie zum Fix sie das auch immer schafft. Auch wenn sie jetzt in der Staffel mal kurz down war, aber ansonsten ist sie immer gut gelaunt und sie ist so unglaublich süß. Und zwar, es war auch ein bisschen merkwürdig, aber auch wenn ich mir nicht sicher bin, ob ich sie im echten Leben aushalten würde. Aber gut. Und ansonsten nehme ich gefühlt jeden zweiten Charakter. Und sogar auch mal ein paar männliche. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich finde meistens die männlichen Charaktere unglaublich langweilig, weswegen ich die überskippe, sehr oft. Aber da gibt es mehrere gute männliche Charaktere. Das finde ich sehr gut. Aber vorwiegend Frauenpower, sage ich euch. The highest bitch, ja. Ich verstehe immer noch nicht, wie sie die besiegen wollen oder reinigen wollen oder wie auch immer wir das nennen wollen. Aber ja, top of top. Okay, ich habe geredet, aber bitte zieht es euch rein, danke. Naja, bei der Animation, aber scheiß drauf. Ich persönlich finde die ganz schlimm, mal abgesehen davon, dieser komische Edelstein-Anime, den haben auch alle gefeiert, der war auch so eine clappy-crappy CGI-Action. Da ist Ruby schon meiner Meinung nach geileres 3D-Mark, aber gut. Aber die Synchro, wo es mir gerade wieder einfällt, Alter. Fun Fact. Eine eigene Synchro gemacht, weil sie es halt auch so hardcore feiern und die kriegen auch zu jeder Staffel ein eigenes Visual. Du hast immer ein verschiedenes Visual zwischen japanischen und der Original-Ami-Serie. Was jetzt zwar grundsätzlich dasselbe in der Serie, aber du hast halt zwei verschiedene Visuals. Finde ich voll cool. Aber ich kann mir nichts anderes geben als die englische. Ich weiß nicht, ob es nur aus Gewohnheit ist, aber ich habe mich halt wirklich in diese Synchro verliebt, weil jeder Charakter nicht nur an der Stimmlage, sondern auch an der Art, wie der Charakter spricht, erkennst du, wer es ist. Das ist absolut genial. So sehr auch alle Anime-Fans, die japanische Synchro feiern, ich gehöre zu Team Englisch, gern auch Deutsch, weil ich meistens immer finde, dass die japanischen Synchros sehr ähnlich klingen, was die Stimmlage und auch Art, wie sie sprechen, belangt. Das tut mir leid, steidigt mich dafür. Aber ganz ehrlich, die Queens of Synchronisation bleiben Ruby für mich, weil wirklich, wenn man denselben Sprecher nimmt, dieselbe Stimmlage, aber wenn wirklich brav immer weiterhin die Eigenarten des Sprachstils nachgeht, erkennst du immer, wer es ist. Da braucht man nicht so die Stimmlage dafür. Es ist selten, dass es mal verwechselt ist. Aber im Grundsatz kann ich die meistens blind erkennen. Muss man erstmal schaffen. Okay. Jetzt zu Juju!
es ist ein sehr merkwürdiges Video. Es tut mir leid. Ich habe kein Skript. Ich laufe einfach drauf los, bis die Anzeige voll ist. Juhu. Ich denke mal, ein, zwei Leute kennen von euch Madoka Magica, was der populärste Dark Magica Girl Anime ist, der existiert, soweit ich weiß. Beziehungsweise sagen wir mal der gehypteste. Ich glaube, da kann ich nichts falsch sagen. Und leider Gottes wird von einem Teil, deswegen Jojo auch als Madoka Magica Nachmache, abgestempelt, was absoluter Schwachsinn ist. Wir sind beide düster, ja, aber das war's auch. Also, soll mir auch nicht ankommen mit dem Farbschema. Es ist normal bei Magical Girls, dass du einen Farbcode hast. Und Madoka war auch nicht der Erste, der düster ist. Es war nur der, der durch die Decke gegangen ist, weil er Glück hatte. Seien wir ehrlich, es ist zum Teil einfach Glück, ob was groß rauskommt. Ob es im richtigen Moment getroppt wird und so weiter. So, und Yu-Yu ist genauso wie Madoka. Sie ist am Anfang sehr friedlich, unglaublich süß und harmlos aus. Aber was ich persönlich am meisten daran feiere, ist einfach, dass zumindest in der ersten Staffel die Gewalt sich mehr auf psychischer Ebene abspielt. Also du siehst keine direkten Wunden. Du siehst sie nicht. Aber was wiederum mit ihrem Mentalen abgeht, welche unsichtbaren Wände und teilweise Fesseln sie kriegen, wenn sie bestimmte Sachen aktivieren, das System dahinter finde ich unglaublich genial, weil es sieht so harmlos aus, so vorteilhaft. Aber es ist die krasseste Bitch, die existiert. Ganz ehrlich, ich finde dieses System ist tausendmal schlimmer als das von Madoka. Das von Madoka ist auch nicht ohne, aber von Yu-Yu finde ich, fuck it, das ist einfach nur tausendmal schlimmer. Aber ich feiere dafür des Todes, weil ich es sehr geil finde, dass man mehr auf die mentale Ebene geht. Auch wenn es bei Madoka auch ist, wegen unter anderem Karma, aber gut. So, und ich für meinen Teil habe zum Beispiel Yuna, die Protagonistin, surprise, was ja auch nicht im Titel steht, in der ersten Staffel gehasst, weil sie für mich so ein richtiger 0815 Charakter ist. Aber sie haben es einfach mal geschafft, in der zweiten Staffel mein sozusagen Charakterbild komplett umzuschmeißen und ich habe Yuna lieben gelernt. Sie haben es geschafft, aus einem Hasscharakter von mir zu schaffen, dass ich wirklich mit ihr Mitgefühl habe, mit ihr mitleide, sie in den Arm nehmen will. Ich wollte sie vorher nur schlagen. Das ist der Wahnsinn. Schafft das erstmal. Und das Hero-System, das sie dann überarbeitet haben nach der ersten Staffel, ist im Vergleich dazu harmlos, aber darauf kommt es auch nicht mehr an. Es hat einen anderen Kernaspekt, die zweite Staffel. Und was ich halt wirklich am meisten feiere, ist einfach dieses, was sie aus Yuna gemacht haben. Sie hat auf einmal so viele Facetten und ist wirklich mal ein vollwertiger Charakter und nicht nur dieses, ja, ich bin der Protagonist, ich kann alles und erst in dem Moment, wo ich depressiv bin, sterben wir. Vorher werdet ihr auch noch mit, keine Ahnung, 100 Knochenbrüchen 5 Kilometer hochwandern. Es ist so unglaublich genial. Und in der ersten Hälfte der zweiten Staffel sehen wir auch mal Blut. Und auch nicht wenig Blut. Wo ich gerade wieder Jins Kopf vor mir sehe. Isaac, falls man es so nennen kann. Weil ich sagen muss, der Kopf fliegt ja nicht, das ist was anderes. Spoiler! Aber ich liebe einfach alles. Bei Madoka wärme ich mich langsam mit den Charakteren auf, nachdem ich es 10-mal geguckt habe. Bei Yuna und Co. war ich sofort drin, außer bei Yuna. Bei mir ist halt wirklich immer das wichtigste Kernmitglied der Charakter. Also wenn der Charaktercast für mich langweilig ist, dann shit off. Ich muss die Charaktere lieben. Und Yuna hat sofort geschafft. Und wie gesagt, dieses System in der ersten Staffel, es ist so unglaublich bösartig, aber ich feiere es gleichzeitig auch so sehr. Es ist einfach nur perfekt. Es ist logisch, es hat Kniffe, es ist brutal auf eine sehr eigene Art und Weise. Ich kann es nur empfehlen. Und wenn irgendeinem Jahrhundert das endlich mal nach Deutschland kommt, darauf warte ich sehnsüchtig, werde ich mir sofort die DVDs kaufen. Ich will es haben. Es ist so genial. Aber ansonsten, ja. Bitte guckt diese zwei Serien an. Sie sind der Wahnsinn.
Fun Fact, ich weiß nicht warum, aber ich feiere immer nur die Sachen, die in Deutschland unbeliebt sind. Ich meine, Ruby ist halt zum Beispiel in Amiland richtig beliebt. Da kannst du sogar die DVDs im Walmart kaufen, was ich gerne auch tun würde, aber nicht kann. Ja, und Yu-Gi-Oh! Ist halt auch so ein kleiner Rand-Anime. Aber er ist wunderschön. Okay, ich habe jetzt von Twitch geredet, von den Fandoms. Sie sehen, wie ich arbeite. Danach kommt noch das letzte Bild dieser Fanart-Serie. Dann habe ich es geschafft, 24 Bilder, je 12 Stück pro Serienseite sozusagen. Ich bin unglaublich stolz auf mich. Und nach dem letzten Fanart-Serienbild kommt dann noch eine Sketchbook-Tour. Und dann habe ich keine Ahnung, wann ich wieder was aufnehme. Ich hänge gerade an diesem Video und habe die nächsten 2 schon im Kopf. Das ist Jahre her, seit ich mal einen Plan hatte. Ich hoffe, ich habe irgendwen unterhalten. Würde mich unglaublich freuen, wenn du einen Kommentar da lassen könntest. Meinetwegen auch folgen. Weil ganz ehrlich, ich wünsche mir am meisten einfach Kommentare. Scheiß auf die Abozahl. Also ich meine, wenn dir mein Schrott warum auch immer gefällt, cool. Aber ich möchte bitte vor allen Dingen einfach reden. Deswegen habe ich mich ja dann auch eigentlich in Twitch verliebt, weil ich dann reden konnte beim Zeichnen. Aber wo wir gerade dabei sind, ich gehe, wie gesagt, bald wieder online oder bin schon wieder online, wenn das online kommt. Ich weiß nicht, wann ich das Video hochlade. Ich habe keine Planung. Ich bin ein planloser Mensch, das ist traurig. Aber es würde mich freuen, wenn Sie mich auf Twitch besuchen würden, wenn Sie da selber rumhängen. Twitch TV, der, die, das, Lay. Der, die, das zusammengeschrieben, unterstrich Lay. Ich wollte eigentlich auch nur das Lay heißen, wie hier. Twitch hat rumgeheult, das Lay ist zu kurz, also darfst jetzt alle Artikel fressen, leck mich. Was aber ein ganz süßer, ich sag jetzt mal, Synonym dafür ist, dass ich zwar charakterlich ein Dude bin, also dass der, biologisch gesehen ein Die, because Boobs, das zusammen ein Das ergibt. Worin ich mich auch sehe. Ja. Aber gut, hätten wir auch kurz den Namen definiert. Okay, ich habe jetzt genug gelabert. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Ich danke für jegliche Reaktion. Haben Sie noch einen wunderschönen Tag. Man liest, hört sich vielleicht auch mal wieder. Ich habe übrigens auch noch Twitter, falls das irgendjemand haben will. Ich packe das alles in die Infobox. Ich weiß, das bringt nichts, aber at least I try. Wenn Sie das teilen wollen, viel Spaß, aber bitte warnen Sie die Leute vor, dass. Ja, nein. Okay, nein, ich glaube nicht, dass es passiert. Super leid, ich laber nur dumm. Noch einen wunderschönen Tag, man liest, hört sich. Tschüss und verein's auch nicht so sehr.